Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Mann, du gehörst doch nicht zu diesen Diamond City-Typen, oder? Quasi. Von Fallout 4. Wir. Du stehst mir in der Sonne, Mann. Ihr habt alle einen sehr seltsamen Begriff von Sonne oder eine sehr seltsame Vorstellung von Sonne. Oh, was ist denn da Gibt's passiert? einen Grund, mich zu stören? Ich musste gerade einen Synth-Körperdieb erschießen. Du hast wertvolle Kugeln verschwendet. Oh ja? Du hättest das besser hinbekommen? Wie schade, dass du nicht die schöne Erfahrung machen konntest, jemanden mit dem Gesicht eines Freundes umzubringen. Verschwinde jetzt. Okay, können wir den plündern? Macht ihr dann Stress? Eine Synth-Komponente. Okay, ich speichere vorher mal. Scheinbar nicht. Hey, Hey! nur die freundliche Wache aus der Gegend, die die Spione des Instituts erschießt, sobald sie auftauchen. Wahnsinnige mit Waffen. Ich fühle mich schon viel sicherer. Haben wir hier einen Spaßvogel? Sieh dich um, Arsch. Good Neighbor sorgt für sich. So läuft das hier. Und das Institut sollte wissen, dass in dieser Stadt kein Synth-Doppelgänger unentdeckt bleibt. Wie wär's, wenn du jetzt verschwindest, Ein wenig Spider-Man zitiert. Waren wir im Hotel schon? Hey, hallo. Wenn ich mich nicht irre, bist du neu in Good Neighbor. Und was denkst du? Warum fragst du? Ich will dich nur etwas besser kennenlernen. Ist nicht gerade die sicherste Gegend, deshalb weiß ich gerne, wer Ärger machen wird und wer ihn beendet. Ich heiße Rufus. Ich erledige hier die anfallenden Reparaturen, halte die Roboter am Laufen, verkaufe ein bisschen Schrott, all die Sachen. Ich repariere meistens irgendwas im Hotel Rexford. Oder ich trinke diese Plörre von Charlie im Third Rail. Brauchst du Teile? Ich hätte auch einen Job, falls du Interesse hast. Wie sieht der Job aus? Ich weiß nicht, ob du das Bier im Third Rail mal probiert hast, aber ich glaube, Charlie holt das irgendwo aus der Kanalisation. So mies schmeckt das. Ich habe dieses Holoband gefunden, als ich was im Rexford repariert habe. Eine Lieferankündigung für eine Braumaschine aus der Vorkriegszeit. Aber das Ding wurde wegen der Bomben und so nie ausgeliefert. Ich habe mich mal etwas umgehört und das Teil könnte vielleicht noch intakt sein. Und da kommst du ins Spiel. Ich vermute, es gibt auch was für den Job. Ich wollte dich nicht abzocken. 100 Kronkorken und einen Anteil vom Bier. Meinst du, du kannst mir diese Braumaschine irgendwie beschaffen? Wo ist der Haken? Das Übliche. Der Laden, in dem das Ding steht, ist nicht leer. Muss dir vielleicht den Weg freischießen. Und, übernimmst du den Job? Ist ein Braugerät nicht irgendwie ziemlich groß? Meistens schon. Aber anscheinend wurde das Ding in einem handlichen Format hergestellt. Die Größe sollte also kein Problem sein. Meinst du, du kannst mir diese Braumaschine irgendwie beschaffen? Ich bin dabei. Super. Die Braumaschine ist im Keller einer alten Kneipe. Dem Shankhaus Shamrock. Wenn du die Stadt verlässt, musst du nach Osten, bis du zur Atlantic Avenue kommst. Die Bar hat ein großes grünes Schild. Bring mir die. Alles klar, da braut sich was zusammen. Schön. Armer Sammy. Nicht zu fassen, dass er geschnappt wurde. Ja, der Arme. Die Höhle der Erinnerungen. Da waren wir ja schon drin. Oder? Was Das für war auch ein der Problem? Puff. Lass dich nicht unterkriegen, Mann. Waren wir denn eigentlich schon mal, obwohl in dem Hotel waren wir auch noch nicht drin. Da ist der Jede Roboter. Waffe, die du hier siehst, könnte den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten, Baby. Und bei dem haben wir ja schon eingekauft. Ah. Wach auf, Commonwealth. Die Synths sind nicht eure Feinde. Sie sind genauso Opfer dieses Kriegs wie ihr. Ja, sie wurden vom Institut erschaffen, aber sie sind nichts weiter als Sklaven. Denkende, fühlende und träumende Wesen, vollkommen unterdrückt von ihren tyrannischen Herrschern. Also, schließt euch uns im Kampf gegen den wahren Feind an, das Institut. Schließt euch der Railroad an. Wenn ihr bereit für diesen nächsten Schritt seid, keine Sorge, wir werden euch finden. Ich habe ein paar Such. Schön, dass du Angebote hast. Ansonsten hier noch.
nicht mehr allzu viel, wie mir scheint. Gut, ich glaube, wo ist denn das eigentlich? Ich guck mal gerade laut Karte. Genau, Bobby ist wohl dann auch irgendwo da draußen. Wo ist denn das mit dem Kostüm? Bobby ist da und das Kostüm ist wahrscheinlich ewig weit weg, oder? Kostüm. Ah, doch nicht da unten wohl irgendwo, oder? In der Vault 114. Aha. Gut, nee, dann gehen wir erstmal die Sache mit Bobby klären. Und dazu müssen wir noch da hinten irgendwo. Ja, da hinten. Bobby, ich komme. Hey, du. Suchst du Arbeit? Was für eine Art von Arbeit? Gute Arbeit. Unter der Aufsicht der besten Chefin, die du je haben wirst. Wenn dir etwas körperliche Arbeit nichts ausmacht und du nicht zu viele Fragen stellst, bist du dabei. Ich gebe dir 50 Kronkorken, wenn du den Job annimmst. Interesse? Ich brauche schon etwas mehr Informationen. Ich arbeite an einem Projekt, einem sehr großen. Wenn die falsche Person davon erfährt, könnte es mich in ernste Schwierigkeiten bringen. Es ist also etwas Diskretion gefragt. Ich habe hier ein wackeliges Kartenhaus aufgebaut, verstehst du? Da ist noch mehr drin. Glaub mir, später bekommst du noch deutlich mehr. Nimm einfach die 50 Kronkorken. Bin dabei. Genau das wollte ich hören. Gehen wir rein. Ich erzähl dir, worum es geht. Na gut, dann mal los, Bobby Nasenlos. Oh. Wie schön. Gehen wir mal in Bobbys Wohnung und was die da dann so mit uns vorhat. Man kann ja niemandem trauen. Bereit, an die Arbeit zu gehen? Nein, ich folge dir nur darunter, um etwas zu trainieren. Sehr witzig. Naja, da unten wirst du jedenfalls reichlich trainieren können. Du wirst ein bisschen graben. Nach was buddeln wir? Vergrabenen Schätzen? So könnte man es nennen. Und nun mal im Ernst. Genug jetzt mit den Fragen. Die anderen beiden sind schon da unten und graben. Hilf ihnen ein bisschen, okay? Mir kommt das ein wenig suspekt vor. Ich speichere mal. Kurz schlafen. Wieder aufgeheilt sind. Auf was wartest du noch? Fang an zu graben. Das sieht doch mal ganz schön aus. Die Grabung. Ich frage mich, wohin die jetzt graben und ob die beiden noch da sind. 50 Kronkorken, ich glaube, allzu viel kann das ja nicht sein. Hey, ich glaube, wir kommen endlich durch. Willst du sehen, was auf der anderen Seite ist? Ja. Meinst du, Bobby bezahlt uns diese Woche? Ich weiß es nicht. Wirkt langsam wie eine Wohltätigkeitsveranstaltung. Hast du was gehört? Da ist alles voller Meierlöks. Scheiße! Bobby kann sich den Auftrag sonst wohin stecken. Viel Glück da unten. Neuer. Danke. Mach mal Platz, lass mich mal durch, danke. So, dann erledigen wir ein paar Meierlurks. Ah, du kommst hier hoch, okay. Ein legendärer auch noch, ach du Scheiße.
Der wäre weg. Alles andere ist ein Weichpanzer. Springmesser. Du nimmst beim Blocken und Sprint 15% weniger Schaden. Nett. Gib mir den Pilz. Schön her. Und lass dich zerlegen. Dankeschön. Weiter geht's. Mit dem letzten hier unten. Das war knapp. Ja, ich glaube, ich lasse die mal. Nee, ich möchte gerne mal weg und nachladen. So, das hatte ich vor. Pilz. Pilz. Ah, Aluminiumkanister. Ja, kann man immer gebrauchen. Stimmt, ich wollte die ganzen Rüstungen noch verkaufen. Oder Waffen oder was ich auch mal mitgenommen hatte. Ich glaube, Waffen waren das. Okay. Es scheint hier fürs Erste auch nichts Interessantes zu geben. Was ist in meinem Tunnel los? Sieht so aus, als gäbe es heute Krabben zum Abendessen. Du würdest Meyerlock essen? Boah, nein, danke. Widerlich. Zäh. Aber zugleich irgendwie schleimig. Tja, und du bist geblieben. Schätze also, dass du befördert wurdest. Du bist jetzt mein neuer Waffenexperte. Ich glaube, wir brauchen nur noch einen Typen. Ist ein alter Freund. Er wird einen ordentlichen Anteil wollen. Aber wir haben ja gesehen, wo das hinführt, wenn ich beim Personal spare. Wer ist dieser Typ? Er ist genau der Richtige, um die Sache zu beschleunigen. Mag technische Spielereien, Geld und sonst eigentlich nichts. Zuerst solltest du aber sehen, auf was wir eigentlich aus sind. Ich muss ein paar Dinge in Diamond City erledigen. Geh rüber zum Nudelladen dort. Wir treffen uns da, wenn ich fertig bin. Okay. Dann machen wir das mal später. Nehmen wir das auch nochmal mit. Und dann können wir jetzt mal uns auf den Weg machen und dieses komische Cape finden oder den Anzug oder was auch immer das war. Silver Shroud. So, gehen wir hier nochmal raus. Dann könnten wir eigentlich, glaube ich, auch per Schnellreise da schon mal irgendwo hin wuseln. So, ab nach draußen. Karte, das war ja hier. Okay, gehen wir mal zu Vault. Und passend zum Thema auch der Ladebildschirm dann hier. Mit Grognak und Silver Shroud. Ich bin ja mal gespannt, was das wird. So ein wunderschöner Comic. Und so eine wunderschöne Ladezeit ja auch mal wieder. Hm.
Ja, das mit der Rüstung haben wir schon mitgekriegt. Signal verloren. Gut, dann schauen wir uns hier mal um. Das ist sogar ganz in der Nähe, praktisch. Du bist nur eine Puppe, oder? Ja. Ein wenig schockierend. Jetzt brechen die Frames wieder ein bisschen weg. Ich glaube, wir sind hier richtig. Klopf, klopf. Wer ist denn da? Wer möchte mit uns spielen? Na? Na? Wer möchte mit uns spielen? Ein Ghoul. Blöder Affe. Oh. Der steht direkt vor dir, genau. Den kannst du doch auch mal treffen. Zack. Headshot. Holzblock brauche ich nicht, aber den ganzen Comics. Ich glaube nicht, dass man die noch gewinnbringend verkaufen kann. Schön. Alter, das sind richtig viele Ghoule hier unten, sehe ich gerade. Oder oben. Jetzt von allen Seiten hier runtergefallen. Oh, habe ich dich gestört? Das tut mir leid. Das war keine Absicht. Ein Ghoul-Streuner. Wird auf einmal so schnell werden. Dann gehen wir mal nach oben, räumen da ein bisschen auf. Ich glaube, ich könnte hier auch mal wieder die Waffe wechseln. Ja, das sind viele. Das sind zu viele. Schrotflinte bitte. Danke. Ghoule. Ghoule, Ghoule. Ghoule, Ghoule, Ghoule. Ja, jetzt zappelt ihr mal nur hier rum. List des Plünderers. Okay, interessant. Kronkorken sind auch gut. Tschüss. Warte doch mal, ich bin am Nachladen, Junge. Haarklammer. Wie gesagt, die haben meistens relativ nützliche Sachen mit dabei. Deswegen lohnt es sich, die immer wegzuhauen. Nein. Dabei war das doch gerade so knapp. Ah, Büroschlüssel, gut. Das Ding ist... Nee, ist nicht aus. Könnt sogar nutzen. Gut, dann schauen wir da noch einmal kurz rein. Da gab es wohl ein wenig Stress.
Okay. So, und dann wird es doch mal wieder an der Zeit sein, eine Runde abzuspeichern und die Folge zu beenden. Von daher vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.